100% elektrisch. We hebben zojuist het voertuig 6 uur geladen. Nu kunnen we met dit voertuig 250 km rijden. U kunt uw klant nu dag en nacht bevoorraden, zonder emissie en zonder geluid. 100% elektrisch. Und neu an diesem Fahrzeug ist, dass im Vergleich zu den Fahrzeugen unserer Flotte, die wir bisher betreiben, mit Dieselmotoren, dieses Fahrzeug mit einem Elektromotor und Batterie betrieben ist, das heißt emissionsfrei. Das Fahrzeug hat eine Reichweite von 120 bis 140 Kilometern und ist den ganzen Tag durch autonom. Ich denke, das ist etwas, was das Fahrzeug speziell auszeichnet. Und selbstverständlich, dass es natürlich elektrisch fährt und während der Fahrt keine Emissionen macht. Außer den Gong, den Sie ab und zu mal hören, damit die Fußgänger darauf aufmerksam werden. Wir sind überzeugt und wollen neue Wege finden in der Feinverteilung von unseren Produkten, wo wir täglich 5.000 bis 6.000 Lieferungen an Kunden in der ganzen Schweiz machen, Schwimmbäder, Kioske, Restaurants. In diesem Jahr sind 2 der 10 Fahrzeuge, die wir neu beschaffen, solche elektrischen Trucks. Wir haben Kunden, die Qualität erwarten, nicht nur vom Produkt, genauso auch von der Art und Weise, wie sie das Produkt erhalten. Das Fahrzeug hat also alles mit dabei, die Kälte und die elektrische Energie für den Antrieb, dass man erst am Abend, wenn man wieder zurück in das Verteilzentrum kommt, es anstecken tut, um einerseits die Batterien aufzuladen, aber auch die Kälteelemente für den nächsten Tag wieder vorbereitet. Es braucht eigentlich keine spezielle Ladestation. Das Aufladen dauert so 6 bis 8 Stunden. Der heutige Tag bedeutet eine große Ehre, ich glaube, für Nestlé Schweiz und für die Nestlé-Gruppe. Dieses e-Truck ist eine weltweite Premiere. Wir können sehr stolz dafür sein. Es ist auch ein sehr klares Signal für unser Engagement mit Nachhaltigkeit und so weiter. Und es ist eine sehr spezielle Entwicklung. Wir haben zusammen mit Renault Truck gemacht. Und ich glaube, wir können sehr, sehr stolz dafür sein.